zurückzuhalten? Also da müsste ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das würde mich nicht reizen, die eigene Show. Und lustigerweise ist es ja auch so, dass ich irgendwie jedes Jahr mindestens ein großes Casting habe und auch bis in die Endrunde komme. Und dann in der letzten Auswahl, wenn nur noch zwei übrig sind, irgendwie hat dann noch immer der andere das Glück. Ja, das ist einfach so. Aber auf der einen Seite bin ich jetzt hier natürlich so in meiner Komfortzone. Denn wenn ich bei irgendeiner Show arbeite, die dann eben nicht ankommt und abgesetzt wird, ist es für mich kein Thema. Ich gehe, wie alle anderen vom Team, alle Kameraleute, Regisseure, arbeiten am nächsten Tag bei der nächsten Show. Wenn du aber als Moderator dann deine Kamera da, dein Gesicht in die Kamera hältst, ist dann der Schritt wieder irgendwie zurück und was anderes zu machen, glaube ich, der schwierigere. Und da musst du dann schon auch ein gesundes Selbstbewusstsein haben, was ich, denke ich mal, habe. Aber das ist dann schon eine andere Nummer. Insofern, es ist okay, wie es ist. Ich mache das sehr gerne, was ich mache, und bin da auch überhaupt nicht neidisch, wenn da irgendjemand Neues dann dasteht und da auch Erfolg hat und auch es nicht gut macht, denke ich mir, ja, wird seine Gründe haben. Aber so bin ich auf der sicheren Seite. Aber natürlich würde ich nicht Nein sagen, wenn morgen jemand sagt, Christian, wir machen die Nummer hier zusammen. Aber kann es sein, dass es vielleicht manchmal dann nicht funktioniert, weil einige Leute, einige Produzenten, einige Menschen, die diese Shows besetzen, dich in der Schublade Warm-Upper haben und deswegen du vielleicht eine ganz schwierigere Ausgangsposition hast als jemand, den derjenige vielleicht noch nicht gesehen hat? Ich glaube, ich bin in drei Schubladen drin. Die eine ist der Warm-Upper, die andere ist, der ist ja schon so lange dabei und kein frisches Gesicht, was totaler Quatsch ist. Ja, aber das habe ich von vielen jetzt schon gehört. Genau, weil ich kenne die paar Leute, die mal im Studio waren die letzten Jahre, aber der große Rest, der kennt mich ja nicht. Insofern bin ich ja schon frisch. Und der dritte, ich bin ja schon eine spezielle Person und bin sehr laut, manchmal ein bisschen schrullig, was, glaube ich, viele auch zurückschreckt. Ich glaube, das sind so die drei Komponenten, die da immer eine Rolle spielen.